Wunderschönen guten Abend, willkommen zurück zu einer neuen Folge Evil Cogs und diesmal mit Ingame-Sound. Ich habe mich dran halten können, ja. Ich habe da vorher extra vorher gecheckt, damit Ingame-Sound auch wirklich läuft und jetzt genug Gelaber, wir gehen hier rein in den Sumpf, weil ich glaube, Sump ist englisches Wort für Sumpf. Ich weiß es nicht. Könnte auch ein falscher Freund sein. Fest steht, wir werden hier von unserem Borkenkäferfreund hingebracht. Unsere Reise, ja, endet hier vorerst. In unserem netten Spiegelfärben. Und sobald er angekommen ist, werden wir uns wieder auf den Weg machen. Okay. Schön, dass du bis runter in den Keller fällst. Hättest du auch mal oben bleiben können. Aber wahrscheinlich Ermüdungserscheinungen nach der langen Reise. Oder geht der gerade drauf? Bin mir nicht sicher. Wir gehen zuerst mal nach rechts schauen. Bevor wir irgendwo anders hingehen. Okay, hier ist nichts. Hier oben. Wow, wir wurden da hochgetragen. Das ist wieder so zwei Wegemöglichkeit. Okay, da ist irgendwas. Das macht was. Ich weiß nicht, ob das gut oder böse ist. Das war böse. Aber wir warten erstmal, bis hier unser Freund kommt. Und unser zweiter Freund kommt. Okay. Der pustet uns. Alles klar. Jetzt haut er ab. Wie konnte ich den denn bitte versauen? Das war peinlich. Ich habe da extra den Speed benutzt. Ist da oben nicht was? Nee, da rechts ist was. Der schießt. Okay. Einmal beschleunigen, einmal hier durchziehen, aber... Danke. Dich wollte ich eigentlich mitnehmen. So, das war's. Level ist zu Ende, würde ich sagen. Dementsprechend, los geht's. Alle haben wir nicht geholt. Dachte ich mir schon, aber 2 von 3 ist gar nicht mal so schlimm. Ich würde aber sagen, wir gehen direkt wieder rein und ich gucke mir mal den linken Weg des Levels an. Weil ich will ja eigentlich schon alles sehen von dem Spiel. Dementsprechend direkt wieder rein. Wir lassen uns erst wieder treiben von unserem Freund hier. Der danach wieder zusammenbricht und uns bis in den Keller bringt. Na komm. Jetzt werden wir den Weg mal nach links gehen. Weil hier ist ja auch der Speed. Also hier haben wir so ein... Hier haben wir so ein Speedy. Ach, der führt uns nach links. Vielleicht konnte ich gar nicht... nach rechts. Vielleicht konnte ich hier gar nicht hoch. Wir gucken mal. Öffne mal. Öffne. Okay, der öffnet nicht. Das heißt, wir haben das Level korrekt gespielt. Dann machen wir es nochmal schnell. Vielleicht kriege ich hier jetzt den... vielleicht kriege ich jetzt die volle... Sammlung hin. Wow, das war fies. Also 3 sind fies. Verdammt. Den einen kriege ich nicht mehr. Das heißt, wir können das Level eigentlich schon wieder direkt beenden. Aber wir fahren jetzt hier trotzdem noch schnell durch. Der schießt, das habe ich gesehen. Komm, schieß. Machen wir es eben so. Okay. Bald wird es, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Ich weiß nicht, ob die Notifikationen aufgenommen werden. Ein anderes Spiel, was ich mir angeschaut habe und wo ich auch die Entwickler gefragt habe, ob ich es let's playen darf, wird demnächst ein Release-Date erfahren. So. Kommt hier sonst noch was? Allgemein, das kann ich ja mal so jetzt sagen, ja, wir sind hier unter uns, mehr oder weniger. Ich plane natürlich noch weiter, also andere Spiele und neue Projekte. Die sind alle auf der Agenda. Ich habe auch zu einigen schon die Erlaubnis bekommen. Manche der Spiele kommen aber erst noch raus. Und apropos rauskommen, wir könnten hier... Oh, 7000 für einen. Dann können wir doch nicht. Ich war kurz davor zu sagen, wir kaufen uns hier mal hier richtig schön ein bisschen was rein. Aber das können wir uns nicht leisten. Schade. Ich habe einige Spiele auf dem Schirm, die ich holen will.
Habe auch, ich will eigentlich nicht mit dir gehen. Oh, wir sind hier, glaube ich, auf dem Friedhof dieser Transportkäfer. Kann das sein? Bei mir morgen, nee, am Mittwoch wird eine Aufnahmesession zu dem anderen Spiel stattfinden. Da werde ich dann mit zwei Real-Life-Freunden lokal, weil es nur ein lokaler Multiplayer ist, schön spielen, aufnehmen. Ihr kennt die beiden schon von Streams, die dabei waren. Einmal der Schwabe, der mit mir zusammen das Bud Spencer Terence Hill Spiel gespielt hat, Slaps and Beans. Und dann vor langer Zeit hat die Lissy mich bei einem Stream begleitet. Da haben wir VVVVV gespielt und Solitär. Da waren aber nur ganz wenige da, weil das ein ganz spontaner Stream war. Ich wollte hier eigentlich schnell durch, weil ich dachte, da käme vielleicht was. Ist hier unten noch was? Nee, da ist nichts. Ich höre was. Das Geräusch gefällt mir nicht. Oh, es kam von hinten. Gut, da waren wir zu langsam. Direkt rübergezogen, rübergezogen, rübergezogen. Oh, jetzt haben wir aber ein ganz schön schnelles Level. Interessant. Sowas hatten wir noch nicht. Also die haben hier auf jeden Fall auch einige abwechslungsreiche Mechanismen drin. Und damit ist das Level zu Ende. Ich habe den gar nicht schon so oft angefangen. Es wird auf jeden Fall weitere Projekte geben, neue Projekte geben. Manche von denen kommen erst noch raus, manche sind draußen, da wird aber noch geguckt. Ihr könnt euch freuen auf andere Spiele. Ja. Oh, wir haben es geschafft. Wir haben weitere Körner gebrochen. Jetzt müssen wir 50 weitere Körner brechen. Das wird natürlich ein bisschen lustig. Und wir brauchen noch 2 Level ohne Todesfall. So viel 14 weitere Sterne. Wir haben noch ein bisschen was vor uns. Aber erstmal geht's Caverna-mäßig weiter. Und direkt weiter rein ins nächste Level. Wo führt uns denn jetzt das Ding hier hin, unsere Reise? Das Licht strahlt. Da haben wir erstmal, wollte ich gerade sagen, gemütlich zum Einsammeln. Sehr schön. Oh, das sind diese Drohnendinger. Da hat uns ja unser Müllfreund vorgewarnt, den ihr leider nicht gehört habt, weil ich da, auch wenn ich das Level 2-mal gespielt habe, gefehlt habe, was den Ingame-Sound angeht. Er hat dann schöne Stimme gehabt, schön robotermäßig, unser Mülli. So, ist hier sonst was? Ich höre wieder sowas Sägeartiges. Nein, so nicht. Schnell, 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 schnell. Haha. Ich wollte die unbedingt noch beide holen. Und da werden wir durchgeballert. Machen Sie bitte mal auf. Wieder dieses schöne Gesicht. Ich finde das so gut gemacht. Ist da oben noch eins? Ich dachte, da oben wäre noch eins gekommen. Jetzt lassen wir uns hier mal lang treiben. Ganz langsam und entspannt. Ja, wir haben es nicht eilig. Genießen ein bisschen den Ausblick hier jetzt in den Rachen dieses Objektes reinzugehen. Und zack, da sind wir weg. Kurzes Level. Aber nicht perfekt. Das heißt, ich habe wahrscheinlich einen übersehen. Das ärgert mich jetzt. Weil ich nicht weiß, wo. Ich dachte, ich hätte jeden gekriegt. Aber jetzt können wir versuchen, ordentlich Goldcoins hier bei Gunam zu holen. Sind wir jetzt bei Gunam drin? Ich weiß es nicht. Jetzt auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob wir hier in 30 Sekunden alle Coins holen können. Oder alle Körner. Lass mich frei. Und einmal durchfeuern. Genau das wollte ich. Einmal bitte hier hoch. Zack, zack. Da ist noch eins. Oh, kriege ich den noch? Jawohl, volle Punktzahl. Ordentlich Coins gemacht. Ergebnis war gut, mal 3,5. Schöne Runde. Die lief gut und ohne Todesfall. Das ist schon eine Kunst, in diesen Leveln ohne Todesfall zu bleiben, ja. Das kann man sich nicht vorstellen, wie kompliziert es in solchen Leveln ist. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal zur Garbage. Also Müll, quasi. Und wir sehen hier, das Ende naht. Es ist eigentlich traurig. Ich hoffe, es gibt danach noch weitere Level.
Von dem wir jetzt noch nicht zählen. So eine geheime dritte Kapitel, so ein geheimes drittes Kapitel oder so. Hier haben wir weiterhin den Friedhof von diesen Dingern. Das ist sogar ein richtiger Friedhof diesmal. Lasst mich durch. Oh. So, hier einmal durchschnabulieren. Und einmal weggefeuert werden. Das sind so Kleinigkeiten. Ich kann mich an denen so erfreuen. Ich kann mich nicht daran erfreuen, dass ich das Teil hier gerade nicht direkt gekriegt habe. Okay. Eine Mine, die angerollt kommt. Sehr schön. Und eine große... Ein großer Morgenstern, wenn man so möchte. Kommt die jetzt immer wieder oder war das nur die eine? Ah, da kommt die nächste. Man hört auch den Schwung des Pendels. Schade, dass wir den einen nicht gekriegt haben. Den einen, Korn. Okay, wir haben hier jetzt das Pendel. Da werden wir gleich die Zeitlupe begnügen. So, jetzt warten wir hier, bis er vorbeigezogen ist. Und zack, schnell hoch. Okay. Level fertig, wollte ich sagen, aber da kommt noch einer aus dem Nichts. Das war jetzt fies. Den hätte ich nämlich übersehen können. Das müssten wir alle außer einen gekriegt haben. Der eine zählt noch. Perfekt. Dann haben wir doch alle drei Sterne geholt. Sehr gut. Garbage war jetzt gar nicht so müllig. Muss ich sagen. Es kommt mir so vor, als würden die Level kürzer werden. Bin mir aber nicht sicher. Also allgemein. Oder halt, weil ich langsam so ein bisschen den Griff rausbekommen habe. Das kann auch sein. Komme ich jetzt viel schneller durch. Jetzt komme ich hier in Fura. Wir holen uns von jedem ein, dass wir mit 2-2 bepackt reinkommen. Und los geht's. Wir haben hier ein Speed-Teil. Da werden wir uns gleich mal treiben lassen. Das war einfach nur nötig, um hier den Weg frei zu machen. Oha. Da gefällt mir die Kameraperspektive gerade nicht. Weil ich da in dem Moment nichts machen konnte. Da oben haben wir einen Greifarm. Da rechts, ich sehe ihn. Deswegen will ich hier knapp vorbeiziehen. Ah, der ist gar nicht aktiv gewesen. Eine Säge, noch eine Säge. Da kommen wir ohne Probleme durch. Ja, wir sind ja keine Amateure mehr. Wir sterben nur noch an dummen Stellen. Okay. Das war eine dumme Stelle, weil ich eigentlich gerade die Zeitlupe aktiviert habe. Okay. Zack. Hätten wir gleich so machen sollen. Ich meine, es hat schon einen Sinn, dass da so ein Bumper ist. Oh, eine bewegliche Säge. Zwei bewegliche Sägen. Haben wir hier nach oben. Und jetzt nach unten. Okay. Genau in den Blattmacher rein. In die Presse rein. Perfekt getimed. Ja, besser konnte man das da gerade gar nicht machen. Die eine Gefahr noch wunderschön gedodged hier, unser Pendel. Und dann ganz cool da rein geklitten, kann man sagen. Beschleuniger brauchen wir auf jeden Fall. Und hier lassen wir uns erstmal hier unten in die Ecke reintreiben. Und das dürfte es gewesen sein. Das war das Ende des Levels. Da haben wir wieder einige Tode fressen müssen. Weil ich mich da wieder dumm angestellt habe. Und kaum sage ich, ja, wir kommen langsam rein. Haben den Kniff quasi raus, sterben wir. Sehr gut. Stellt natürlich die Frage, wieso habe ich da so eine große Klappe gehabt? Perfekte Überleitung zum nächsten Level, weil es ja Question heißt. Und hier kommen wir erstmal raus. Noch ein bisschen unentschlossen. Okay, das hätte direkt nach hinten losgehen können. Aber ich mache hier nichts, ich lasse mich einfach nur treiben. Gerade. Komm her. Danke. Wir haben da rechts
einen kleinen Turboantrieb. Der wird uns nach oben treiben, wenn wir hier raus sind. Das sieht man hier. Und dann geht's los. Langsam. Die springen wir nach oben, du kleiner Frob. Wow. Du hast aber uns den Weg freigesprengt, Herr Kollege. Ich glaube, wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Okay, wir holen nochmal Anlauf. Warte. Nein, so nicht. Ich glaube, ich werde diesen Klumpen hier brauchen. Komm schon. Ich glaube, ich bin zu schwach dafür. Oder er muss hier bleiben. Wir versuchen es noch einmal. Nee. Ich glaube, den kriege ich da nicht hoch. Ich meine, spätestens dann hätte ich die Frage gestellt, wo komme ich dann, wie soll ich dann weiterkommen? Danke. Das könnte eine Presse sein. Ich bin ja überall jetzt sehr ängstlich. Wir haben ja andere Wesen, andere Tiere oder so, die sich bewegen. Da kommt, wollte ich gerade sagen, von links kommt so ein Teil. Und da ist noch eins. Ich denke, das war's. Wir haben hier rechts haben wir einen Arm. Greif ab, deswegen nehmen wir den Turbo mit. Toll. Wir werden voll in die Presse reingelandet. Okay. Wie ich es halt mit Turbo auch nicht schaffe, gell? Machen wir eben langsam. So, jetzt hier in die Eck rein und Ende des Levels. Wieder einige Tote gefressen, aber dafür haben wir alle diese Teile gesammelt. Bisschen was an Coins gut gemacht. Jetzt ist die Frage. 2, 4, 6, 7 Level. Die werden wir in der nächsten Folge machen. Das heißt, es könnte sein, dass wir in der nächsten Folge schon alle Level durch haben. Und uns dann darauf konzentrieren werden, wenn ihr Lust drauf habt, hier überall die 3 Sterne zu erreichen. Sofern es bei manchen eben noch nicht der Fall ist. Some Brain und so weiter. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn es übermorgen weitergeht. Bei der nächsten Folge Evil Cox. Bis dann noch einen schönen Abend und auf Wiedersehen, Leute.